Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play FSX Flugstunden. Heute mit der Flugstunde zum Umstieg auf Jets. Und ich sitze hier auch schon in einem Jet. Jet. Moment mal eben. So, das ist mein Jet. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Auf jeden Fall schon mal ein etwas größeres Flugzeug. Und ich sehe, ich bin hier jetzt gerade im normalen oder eigentlich jetzt nicht mehr normalen Einbrett-Cockpit-Modus. Insoweit machen wir mal eben Sichten. Wo war das? Sichtmodus, Cockpit, virtuelles Cockpit. Das habe ich nämlich viel lieber, ist realistischer. So, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich bin gespannt und aua, schon mal wieder im Voraus. In dieser Flugstunde fliegen Sie ohne Passagiere an Bord von Edinburgh nach Glasgow. Das ist eine Strecke von nur 530 Meilen und eine gute Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten bei der Steuerung des Bombardier CRJ-700 zu testen. Während wir auf die Starterlaubnis warten, möchte ich Ihnen ein paar Dinge erläutern. Das Steuern eines Jets unterscheidet sich nicht wesentlich vom Fliegen mit einer kleinen Propellermaschine. Es gibt nur wenige grundsätzliche Unterschiede. Zunächst fällt Ihnen wahrscheinlich auf, dass das Instrumentenbrett verschieden ist. Anstelle der vielen runden mechanischen Instrumente sind lediglich ein paar große Computerbildschirme vorhanden. Die meisten der angezeigten Informationen sind dieselben, nur die Darstellung ist anders. World Travel 221, halten Sie bei Startbahn 6 rechts. Verkehr ist eine 747 im Endanflug. Wir halten bei 6 rechts, World Travel 221. Dieser Funkspruch war für ein anderes Luftfahrzeug bestimmt. Unser Rufzeichen ist Orbit 526. Ich kümmere mich bei diesem Flug um den Funk, sodass Sie nicht darauf achten müssen. Sie erhalten die Anweisungen direkt von mir. Weiß ich Bescheid. Die Anzeige auf der linken Seite ist die primäre Fluganzeige, auch PFD genannt. Auf der PFD sind mehrere Instrumente in einer Anzeige zusammengefasst. Der blau-braune Bereich in der Mitte der PFD ist ein Fluglageanzeiger. Das vertikale Band auf der linken Seite zeigt die Fluggeschwindigkeit an, während das rechte Band die Flughöhe angibt. Am unteren Rand befindet sich in der Mitte ein Kurslageanzeiger, auf dem der Steuerkurs angezeigt wird. Rechts daneben sehen Sie ein Variometer. Diese Art der Glasanzeigen erfordert einige Zeit der Eingewöhnung. Sobald Sie sich mit ihnen jedoch vertraut gemacht haben, werden Sie deren Nutzen rasch erkennen. Rechts neben der PFD befindet sich die Navigationsanzeige, auf der die Position des Flugzeugs relativ zu den Navigationshilfen und der geplanten Flugroute in der Vogelperspektive dargestellt wird. Sie können die Darstellung der Karte mit Hilfe der Format- und Bereichsknöpfe am linken Rand des Instrumentenbretts anpassen. Wenn Sie möchten, können Sie es direkt ausprobieren. Habe ich gerade getan. Sehr interessant. Gut. Die dritte Anzeige ist das System zur Triebwerküberwachung und Benachrichtigung der Besatzung, kurz ICAS. Auf der Standardseite werden Triebwerkinformationen, die Position des Fahrwerks und der Klappen, die Treibstoffmenge sowie Warnhinweise angezeigt. Sie können einen Bildlauf durch die verschiedenen ICAS-Bildschirme durchführen, indem Sie am unteren Rand der Anzeige auf die nach oben bzw. nach unten weisenden Schaltflächen klicken. Auf jedem Bildschirm werden Informationen zu einem anderen Flugzeugsystem angezeigt. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade gemerkt... Verwenden Sie für diesen Flug die ICAS-Anzeige mit den Triebwerkinformationen. Die oberen Anzeigen sind mit N1 bezeichnet. Während des Flugs erhalten Sie von mir Empfehlungen für die Schubeinstellungen. Verwenden Sie den Leistungshebel am Joystick oder drücken Sie F2 und F3, um die N1-Anzeigen den Empfehlungen entsprechend anzupassen. Die Reihe mit Tasten und Knöpfen direkt unter der Windschutzscheibe ist die Modussteuerung für den Autopiloten. Auf diesem Flug wird der Autopilot nicht verwendet, sodass Sie diese Einstellungen ignorieren können. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Jet und einem Flugzeug mit Kolbenmotor besteht darin, dass bei einem Jet die Triebwerke erst einige Zeit hochgefahren werden müssen. Dies hat zur Folge, dass es beim Erhöhen oder Verringern des Schubs einen Moment dauert, bis das Flugzeug reagiert.
Aufgrund dieser Tatsache und der höheren Geschwindigkeit des Jets ist eine vorausschauende Flugweise erforderlich. World Travel 221, rollen Sie in Position und warten Sie. Rollen in Position und warten. World Travel 221. Ach, das ist dann... Genau wie Flugzeuge mit Kolbenmotor verfügen Jets über Klappen. Diese werden beim Starten und Landen verwendet, um Auftrieb und Luftwiderstand zu erhöhen. Fahren Sie die Klappen für den Start nun auf 20 Grad aus, indem Sie dreimal F7 drücken. Achten Sie auf die Klappenanzeige auf dem ICAS. Orbit 526, halten Sie bei Startbahn 6 rechts. Wir halten bei 6 rechts. Orbit 526. Folgen Sie der 737 vor uns. Halten Sie jedoch bei der Startbahn. Lösen Sie die Bremsen durch Drücken der Punkttaste und erhöhen Sie etwas den Schub, damit das Flugzeug ins Rollen gerät. Ja, Entschuldigung an dieser Stelle nochmal, ich habe öfters dazwischen geredet. Das ist dann World Travel 221. Okay, weiß ich Bescheid, dann wollen wir mal. Parkbremse gelöst und wir müssen schon wieder rollen und wir wissen ja alle, wie gut ich rollen kann. Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Diesmal klappt das aber ganz gut. Irgendwie haben mich die Hütchen wohl damals nervös gemacht. Gut. Halten Sie hier an. Noch eine letzte Bemerkung. Während wir vor dem Abheben auf der Startbahn rollen, sage ich 4 Geschwindigkeiten an. Wenn ich die Anweisung 80 Knoten gebe, achten Sie auf das Band für die Fluggeschwindigkeit, um sicherzustellen, dass das Flugzeug beschleunigt und in etwa mit der angesagten Geschwindigkeit rollt. Wenn ich V1 ansage, bedeutet das, dass wir die Geschwindigkeit erreicht haben, bei der wir abheben müssen, da der verbleibende Weg auf der Startbahn zum Anhalten nicht mehr ausreichend ist. Sobald ich rotieren sage, ziehen Sie den Steuerknüppel leicht nach hinten, um die Nase anzuheben. Mit der Anweisung V2 haben wir schließlich die sichere Mindestgeschwindigkeit erreicht, bei der wir auch mit einem ausgefallenen Triebwerk sicher steigen können. Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. World Travel 221. Windstill. Starterlaubnis erteilt. World Travel 221 rollt. Okay. Ich bin bereit. Ich bin etwas nervös. Und ich sehe gerade die Grafik. Orbit 526. Ja. Rollen Sie in Position und warten Sie. Rollen in Position und warten. Orbit 526. In Ordnung. Wir haben Freigabe zum Rollen auf die Startbahn, jedoch noch keine Starterlaubnis. Rollen Sie vorwärts und schwenken Sie nach rechts auf die Startbahn. Ja, okay. Halten Sie an, sobald Sie die Startbahn erreicht und das Flugzeug an der Mittellinie ausgerichtet haben. Okay. Ich habe gerade alle Anweisungen bis auf V2 wieder vergessen. Drücken Sie Umschalt 5, um das obere Instrumentenbrett einzublenden, und schalten Sie die Landescheinwerfer ein, indem Sie auf den Schalter unten links klicken. Drücken Sie anschließend erneut Umschalt 5, um das obere Instrumentenbrett auszublenden. Bevor wir starten, sollten wir den Ablauf noch einmal genau durchgehen. Sie steuern das Flugzeug, ich bediene den Funk. Ich gebe die Anweisungen 80 Knoten, V1, rotieren und V2. Wenn ich die Anweisung rotieren gebe, ziehen Sie den Steuerknüppel leicht nach hinten, bis die Nase 15 Grad nach oben weist. Dies können Sie auf der primären Fluganzeige überprüfen. Sobald wir uns im Steigflug befinden, werde ich Sie anweisen, das Fahrwerk einzufahren. Sobald wir uns 1000 Fuß über der Startbahn befinden, werde ich Sie anweisen, die Nase auf 10 Grad über der Horizontallage abzusenken und die Klappen einzufahren, damit wir beschleunigen können. Der erste Steigflug erfolgt bis auf unsere Reiseflughöhe von 6000 Fuß. Der Startfluglotse wird uns daraufhin vermutlich anweisen, eine Linkskurve nach Westen zu fliegen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Orbit 526. Windstill. Starterlaubnis für Startbahn 6 rechts erteilt. Starterlaubnis erteilt. Orbit 526. In Ordnung. Wir haben Starterlaubnis. Wenn Sie bereit sind, verwenden Sie den Leistungshebel am Joystick oder drücken Sie die F3, um den Schub zu erhöhen. Starten Sie mit 50% N1. Warten Sie, bis sich die Triebwerke stabilisiert haben und erhöhen Sie dann den Schub auf 100%.
Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Okay, ready to start. Wir rollen mit 50%. Und ich sehe gerade, die Grafik ist wieder umwerfen. Und mit umwerfen meine ich, puh. 80 Knoten. V1. Rotieren. Heben Sie die Nase langsam auf 15 Grad nach oben. V2. Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Positive Steigrate. Fahrwerk einfahren. Drücken Sie G, um das Fahrwerk einzufahren. Okay, Fahrwerk eingefahren. Orbit 526, rufen Sie die Abflugkontrolle. Orbit 526, schalten um. Okay, justieren Sie mit Hilfe des Steuerknüppels die Längsneigung so, dass die Nase auf der primären Fluganzeige 10 Grad nach oben reißt und fahren Sie die Klappen ein. Verringern Sie den Schub auf ungefähr 80% N1, um die Geschwindigkeit unter 250 Knoten zu halten. Steigen Sie und halten Sie auf 6000 Fuß. Auf 6000? Edinburgh Abflug, Orbit 526 bei Ihnen. Wir steigen auf 6000. Orbit 526, Roger. Orbit 526, drehen Sie nach links auf Steuerkurs 270. Links nach 270, Orbit 526. Okay, Sie fliegen jetzt die angekündigte Kurve. Fliegen Sie eine weite Linkskurve, bis unser Kurs bei 270 Grad liegt. Das ist genau Richtung Westen. Gehen Sie auf 6000 Fuß in den Horizontalflug und verringern Sie den Schub auf ungefähr 60% N1. Auf diese Weise sollten wir eine Geschwindigkeit von etwa 250 Knoten erreichen. Gehen wir die Checkliste nach dem Start durch. Fahrwerk? Eingefahren. Sie befinden sich über der uns zugewiesenen Höhe. Sinken Sie auf 6000 Fuß. Die Reiseflughöhe für diesen kurzen Flug ist ziemlich gering. Fliegen Sie also nicht schneller als 250 Knoten und lassen Sie die Landescheinwerfer eingeschaltet. Das ist bei Flügen unter 10.000 Fuß die standardmäßige Vorgehensweise. Okay, wir sinken. Ich wiederhole, wir sinken. Ich entschuldige mich übrigens nochmal, dass die jetzt... Klappen? Eingefahren. Ja. Orbit 526, übernehmen Sie die Navigation. Schub? 80% N1 für den Steigflug eingestellt. Checkliste nach dem Start abgeschlossen. Wir übernehmen die Navigation, Orbit 526. Okay, wir wurden angewiesen, die Navigation zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir vom Fluglotsen keine Radarführung mehr erhalten und dem eingereichten Flugplan folgen. Fliegen Sie unter 10.000 Fuß, nicht schneller als 250 Knoten. Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Die im Flugplan festgelegte Route führt uns zur Warteposition für den Anflug auf Landebahn 2-3 in Glasgow. Das ist die zurzeit aktive Landebahn. Sie können zu diesem Punkt mit dem Einsatzkompass navigieren oder Sie folgen dem Flugplan in der Navigationsanzeige auf der Seite Karte. Die rosa Linie zeigt die Route an, der Sie folgen müssen. Ich weiß Bescheid. Also, Kurve. Sie sollten sich auf der Navigationsanzeige noch einmal den Flugplan ansehen. Sie sind zu weit östlich. Fliegen Sie nach Westen, um nach Glasgow zu gelangen. Ich bin dabei. Ich entschuldige mich übrigens nochmal, das wollte ich auch gerade gesagt haben, dass die jetzt kommenden Folgen und auch diese Folge so lang sein werden. Weil, ich möchte ja als... Sie übersteuern. Ja. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Ich muss jetzt aber gerade mal ein paar Worte an meine Zuschauer richten, Herr Fluglehrer. Weil ich wollte ja als zeigen. Dementsprechend können wir natürlich nicht einfach die Flugstunde überspringen. Was dann wiederum heißt, dass wir jetzt hier einige sehr lange Videos haben werden. Ich bitte um euer Verständnis. Und soweit danke für eben angesprochenes Verständnis und wir fliegen etwas schief. Ich weiß nicht, ob wieder das Passagier mitmachen würde.
So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich sink mal so auf 6500. Die 6 ist doch für 6000, oder? Genau. So. So ist gut. Na, wir haben's doch gleich. Ganz ruhig. Ja, bisschen höher. Na, ich gebe mal etwas mehr Schub. Das sind diese mehr als 50, ich habe wieder verschätzt. Oder? Nee. Das geht. So. 8400. Passagiere an Bord gehabt hätte, hätten die sie jetzt beschwert, dass sie zu spät kommen. Wenn sie überhaupt ankommen, ich weiß nämlich gar nicht, ob wir Sprit haben. Wo kann ich meinen Sprit einsehen? Hier mal eben. Sprit. Ach, ich bin da viel zu hoch. Aber nee, ich kann mal so bleiben. Sprit.
etwas blöd, dass alle gleich groß sind. So pixelig. Realistische Schatten da schon war wohl damals noch nicht. Und wann ist das Game eigentlich? Noch vor Windows 7 erschienen, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher, weil da stand drauf von wegen für Windows Vista optimiert. Und da stand auch drauf, dass ja sowas wie also irgendwie so Play to Win with Intel Core 2 Duo. Der ist ja noch nicht mehr wirklich aktuell. Ja, bei Intel Core 2 Duo hat man ja auch noch gesehen, dass es schon Windows 7 gab, so 2009, 2010. Schwer zu sagen. Ich müsste einfach mal auf die Verpackung schauen. Ich habe hier allerdings gerade nicht zur Hand. Zumindest nicht in greifbarer Nähe. Ich kann jetzt schlecht mein Flugzeug verlassen. Mein Flugzeug verlassen, so im Fallschirm. So ein bisschen einen auf DB Cooper machen. Wenn jemand weiß, wer das ist. Und nein, es ist nicht Sheldon Cooper. Wenn jemand weiß, wer das ist. Langsam Steigflug. Irgendwie fehlen mir jetzt hier sonst nervige Kommentare des Fluglehrers. Kann man mit den Bordcomputern Pac-Man spielen? Dann wäre es eventuell nicht ganz so langweilig. Oder ich schalte einfach den Autopilot ein, wobei dann wäre es noch langweiliger für mich. Aber dann könnte ich wenigstens lustige Anekdoten erzählen und müsste mich nicht aufs Fliegen konzentrieren. Aber wann konzentriere ich mich schon aufs Fliegen? Lass einfach mal den Steuerknüppel los. Juhu, ich bin komplett irre. Nee, aber ich will die Flugstunde ja schaffen. Das Problem ist nur halt, es wird hier sehr langweilig. Ist schon ziemlich spät abends. Die ganze Sache nicht unbedingt interessanter macht. So, jetzt können wir wieder etwas schneller werden. Joystick-Web zappelt so oft. Jetzt zum Beispiel gerade. Blöde ist, ich finde das Modell eigentlich recht schön. Das ist nur schon so alt, das wird nicht mehr verkauft. Wenn ich wüsste, wie das Modell hieße, oder wie das Modell heißt, würde ich ja auch auf eBay schauen.
Da ich aber keinen Schimmer habe, wie das heißt, ja. Wird das wohl nichts mit eBay? Euer Warnkopf. Master Warnkopf. Na, die anderen gehen nicht. Master Warnkopf, ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Aber ich will es gar nicht wissen. Gleich aus den Bergen tanzen, so schön über mein Instrument fällt. Wobei hier in der zweiten Kette auch mein Instrument fällt. Unrealistisch, wo kommt denn die zweite Kette her? Jetzt plötzlich andersrum. Wieso? Übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Ich höre dich mal wieder. Angenehm. So. Jetzt, wo habe ich denn hier mal, Sichtmodus? Nee. Wo ist Sichtfenster? Nee. Rechter Sitz? Ach, lustig. Mach das weg. Mach, dass es weggeht. Sehr lustig. Wir steigen wieder viel zu hoch. Was? Hä? 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 Hier reagiert gerade gar nichts mehr. Hä? Was? Hä? Ja, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was hier los sein soll. Jedenfalls für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Tut mir leid, weil wir jetzt nicht zu Ende bringen können. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwas scheint mit dem FSX nicht zu stimmen. Insoweit, bis zum nächsten Versuch. Gut. Tschüss.